Hey Leute, und heute stelle ich euch 5 Charaktere vor, die meiner Meinung nach viel zu krass unterschätzt werden. Und damit herzlich willkommen Leute zu diesem neuen Video. Das letzte Top 5 unterschätzte Charaktere kam ja richtig gut bei euch an und ihr habt mir richtig viele Vorschläge in die Kommentare geschrieben von Charakteren, die auch noch unterschätzt werden. Und da dachte ich mir, mach einfach nochmal ein Video dazu, weil es gibt noch viele Charaktere, die unterschätzt werden. Und was ich noch, wo ich mich entschuldigen möchte, und zwar hatte ich eine Aussage gemacht, wo ich sage, Sanji ist genauso stark wie Zoro. Das war natürlich nur eine grobe Vermutung und eine Aussage, die teilweise nicht stimmt, also die eigentlich gar nicht stimmt. Und ich wurde auch in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass das auch im Databook und so alles nicht so steht. Ich weiß, Leute, und in den Kommentaren ist förmlich ein Krieg entstanden. Da war Marineford 2.0 und das war echt krass zu sehen, wie die Leute austicken in den Kommentaren. Ihr habt euch in den Kommentaren geschlagen. Nein, Sanji ist genauso stark. Nein, Zoro stärker. War lustig und interessant zu sehen, wie sich die One Piece Community irgendwie halt einfach nur diskutiert um Charaktere. Deswegen dachte ich mir, da so viele neue Vorschläge kamen, stelle ich die auch nochmal vor. Und Leute, ich möchte nochmal darauf hinweisen, diese 5 Charaktere, die ich jetzt aufzähle, sind nach der Reihenfolge geordnet, aber nicht zu der Reihenfolge im Video in Bezug zum letzten Video. Halt, im letzten Video war ja Big Mom zum Beispiel als unterschätzter Charakter und ihr müsst jetzt nicht sagen, ja, dein Platz 5 in diesem Video ist unterschätzter als Big Mom. Diese Videos haben miteinander nichts zu tun. So, fangen wir an mit Platz 5 und zwar Lissop. Wieso denke ich, Lissop ist wird unterschätzt, weil ihr kennt ja diesen berühmten Fakt, Lissop ist nach dem Timeskip genauso stark wie Zoro vor dem Timeskip. Und deswegen unterschätzen einfach Lissop viel zu viele Leute Lissop. Aber Leute, nach dem Timeskip war auch wirklich direkt nach dem Timeskip. Inzwischen hat Lissop, wie wir schon wissen, in Dressrosa das Haki entfacht, das Vorhersehungshaki, und ich finde, genau aus diesem Grund sollte man ihn nicht unterschätzen. Und ich denke auch, er hat eine richtig krasse Gabe, sage ich mal. Seine Lügen, das hat teilweise Oda auch schon bestätigt, seine Lügen werden einfach wahr. Und ich finde, davor sollte man auch Acht nehmen. Klar bringt ihm das im Kampf wenig, aber trotzdem denke ich, sein Ziel ist es, ein großer Krieger zu werden, was Großes zu erreichen und als großer Krieger zu sterben. Und das allein beweist uns doch, dass er krasses Potenzial hat und krass wird. Auch wenn er ein Angsthase ist, denke ich, wird er vieles erreichen. Auch im Arlong Park zum Beispiel hat man niemals gedacht, dass Lissop diesen einen Fischmännchen besiegen könnte. Aber er hat es im Endeffekt auch geschafft, obwohl er Angsthase war. Und ich denke, wir werden noch viel, viel von Lissop sehen. Und deswegen denke ich auch, solltet ihr Lissop wirklich nicht unterschätzen. Er wird noch Power-Ups kriegen und so weiter. Und auch generell momentan denke ich nicht, dass er der Schwächste der Strohbande ist, auch wenn da gerade ein Gerücht rumgeht. Kommen wir zu Platz 4 und zwar Law. Law wurde krass unterschätzt, Leute, weil er im Dressrosa-Arc eigentlich nur kassiert hat von Doflamingo. Er hat nur kassiert, er hat einen Arm futsch, er war fast tot eigentlich. Viele Leute haben sich beschwert, wieso ist der Typ nicht tot. Aber ihr unterschätzt Law meiner Meinung nach viel zu krass, wenn Law hat erstmal richtig krasses Potenzial. Aber auch nach heutigem Stand, Leute, ihr müsst euch mal vorstellen, wenn er einen Room macht, da bringt Haki auch nichts, er kann einfach alles zerteilen. Und da denke ich mir, ist eigentlich relativ krass, wenn man das so sieht, kann er sich von hinten irgendwo anschleichen, einfach einen Room machen und einfach jeden zerschneiden. Der Typ ist einfach eigentlich overpowered as fuck, nur wurde er im Dressrosa viel zu krass unterschätzt und konnte halt nichts machen. Aber ich denke, wenn man Law richtig einbauen würde, dann könnte er richtig krass aufräumen mit seiner Kraft. Die Operationswucht auch in den Gedärmen, was er alles kann. Viele Leute bei den Lieblingscharakterlisten ist auch Law relativ weit oben. Und ich glaube, das spiegelt auch seine Kraft wieder. Wenn man mal so überlegt, was er alles machen kann. Er kann deine Organe zerfetzen und das ist echt schon krass, wie krass Laws Kraft ist. Jetzt kam das Wort Kraft 4-mal vor. Auf jeden Fall, Law ist meiner Meinung nach definitiv auch nicht zu unterschätzen und gehört auch zu den stärksten Rookies meiner Meinung nach. Kommen wir zu Platz 3 und zwar Brook. Das haben ein paar Leute in die Kommentare geschrieben, da habe ich erstmal überlegt, wieso Brook? Aber da ist mir eingefallen, Brook hat ja die Totenfrucht und Leute, diese Frucht darf man echt nicht unterschätzen. Er kann einfach die Seele aus seinem Skelett ziehen und kann sich frei bewegen und ich denke, wenn man sich das mal überlegt, momentan kann man sich noch nicht vorstellen, was das in Kraft bringen könnte. Aber allein noch seine Kraft mit dem Eisschwert und so weiter,
Generell denke ich, dass Brook einfach viel zu krass unterschätzt wird, weil die anderen Strohhüte so im Vordergrund stehen, so Ruffy und Zoro. Aber man muss mal sehen, ich finde, Brook ist einfach relativ krass stark und er hat auch sehr viel Erfahrung. Der Typ ist, ich glaube, knapp 70, 80 Jahre alt und man sollte ihn wirklich nicht unterschätzen. Also ich persönlich würde mich definitiv nicht mit Brook anlegen und deswegen bitte ich euch, nehmt euch das mal vor Augen und überlegt mal, Brook ist eigentlich relativ stark und ihr solltet ihn definitiv nicht unterschätzen. Kommen wir zu Platz 2. Ja, hier habe ich überlegt, ob ich diesen Charakter mit reinnehmen soll oder nicht, weil der Charakter schon tot ist und ich glaube, ihr wisst, wen ich meine, und zwar ich meine Ace. Eigentlich wollte ich in diese Liste keine toten Charaktere einbringen, aber dann zum Schluss habe ich gesagt, ey, guckt euch mal an, wie viele Leute das in die Kommentare schreiben. Und dieser Charakter wurde echt krass stark unterschätzt und dann dachte ich mir, komm, nimm's einfach mit rein. Wieso wurde dieser Charakter unterschätzt? Weil er einfach auf Marineford so krass kassiert hat. Er hat gegen Blackbeard kassiert. Wir haben einfach gar keine so krasse Aktion von ihm gesehen. Er war zwar immer der coole, der lässige Ace, aber wir haben noch nie ihn so krass in Action gesehen, wie er komplett rasiert. Und deswegen denke ich, wurde er unterschätzt. Er konnte Haki, Leute. Er hatte das Königshaki. Und er hat nur gegen Akainu verloren, weil Ruffy helfen wollte. Klar, ich glaube, er würde auch so gegen Akainu verlieren, aber er hätte sich definitiv besser geschlagen, meiner Meinung nach. Und ihr müsst euch das so vorstellen, das ist wie der Sabo nach dem Timeskip ohne die Feuerfrucht. Er hat Haki, ob er Königshaki hat, weiß ich gar nicht jetzt genau. Auf jeden Fall ist Ace ungefähr genauso stark wie Ruffy nach dem Timeskip. Natürlich, jetzt ist Ruffy wieder unnormal krass mit G4 und so weiter. Aber jetzt ohne G4 auch, hätte Ruffy kein G4, nur G2 und G3, wäre er, glaube ich, immer noch genauso stark wie Ace mit Haki und so weiter. Auf jeden Fall, Ace wurde sehr krass unterschätzt und mich hat das auch genervt. Generell, ich fand Ace tot nicht so tragisch und traurig, aber ich dachte mir, ey, wieso unterschätzen ihn jetzt alle so krass? Er hat so voll kassiert und das hat mir voll leid getan, weil er eigentlich kein so schwacher Charakter ist. Deswegen, Leute, wirklich, guckt euch nochmal ein paar Videos an, guckt euch ein paar Theorien an, guckt euch nochmal ein paar Reviews an. Ace ist gar nicht so schwach, wie ihr alle denkt. Er wurde halt einfach nur krass unterschätzt. Allein die Feuerfrucht, wie stark diese scheiß Feuerfrucht ist, ne? Wie viele Leute drum gekämpft haben. Blackbeard hat extra Burgess geschickt, um diese Frucht zu holen. Diese Frucht ist richtig stark gewesen und ich finde auch, die Frucht generell wird auch unterschätzt. Und Sabo wird einfach jetzt ultra krass. Er hat die Drachentechnik und die Feuerfrucht. Auf jeden Fall, Sabo wird relativ krass. Kommen wir zu Platz 1, Leute. Und das war wirklich 40% der Kommentare auf diesem Video, auf dem letzten Video. Es ist Enel. Enel wurde nach eurer Meinung nach so krass unterschätzt. Also ich unterschätze Enel definitiv nicht, aber ich folge auch euren Interessen und euren Meinungen. Deswegen habe ich diesen auf Platz 1 gebracht. Er hat gegen Ruffy verloren, aber das nur, weil Ruffy die Gummifrucht hatte. Ob das jetzt mit Haki klappt, ob er ihn jetzt mit Haki attackieren kann, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist Enel jetzt auf dem Mond momentan und viele unterschätzen Enel zu krass. Oda hatte gesagt, wäre Enel ein Pirat, hätte er ein Kopfgeld von 500 Millionen Berry. Und ich finde, das ist schon relativ krass, so ein Kopfgeld wie Ruffy. Und das hatte Oda schon viel, viel früher gesagt. Also allein das besteht schon, Enel ist ultra krass und er kann ganze Städte zerstören, Leute. Er kann bis zu wie viel, was weiß ich, auf jeden Fall 100.000 oder eine Million, ich weiß es nicht. Er kann einfach fast jeden damit auslöschen. Und Ruffy hat da echt nochmal Glück gehabt, dass er aus Gummi besteht, sage ich mal. Ich finde, Enel zählt generell zu den stärksten Charakteren in One Piece. Er ist nicht der stärkste, nicht wieder falsch verstehen, nicht wieder haten und disliken, Leute. Auf jeden Fall denke ich trotzdem, er ist einer der stärksten Charaktere. Und es ist echt krass, wie er unterschätzt wird. Ich glaube, er wird noch später eine richtig große Rolle spielen. Er wird runterkommen natürlich. Ich bin der Meinung, er wird einen Verbündeten mit Ruffy machen, weil seine Blitze danach immer noch keine Wirkung haben werden auf Ruffy. Aber da sind alle anderer Meinung. Dazu habe ich auch nochmal ein Video gemacht. Könnt ihr auf meinem Kanal vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Und ich bin einfach der Meinung, er wird wieder auf die Welt kommen und dann einfach alles auseinandernehmen, alles zerstören, weil diese Frucht ist einfach so awkward. Und ein kleiner Fact, by the way, würde ich mir eine Frucht aussuchen können der One Piece Welt, dann wäre es auch die Frucht von Enel. Und allein Enel ist an Eminem angelegt. Eminem kennt bestimmt jeder, den krassen Rapper. Und der ist auch auf der Beliebtheitsliste. Enel ist auf der Beliebtheitsliste relativ oben von der Community.
Und allein das spielt jetzt nicht zur Sache. Auf jeden Fall hat Enel die Ultra-Babo-Frucht. Und ich bin auch der Meinung, dass Enel definitiv, Leute, mit zu den 20 stärksten Charakteren in One Piece gehört, vielleicht sogar besser. Ich kann meine Top-Liste machen zu den stärksten Charakteren in One Piece. Aber das spielt jetzt nicht zur Sache. Schreibt, wenn ihr wollt, in die Kommentare eure unterschätzten Charaktere, falls da noch welche sind. Und Leute, falls ihr überschätzte Charaktere habt, dazu kann ich auch mal ein Video machen. Top 5 überschätzte Charaktere. Schreibt mal überschätzte Charaktere in die Kommentare. Und das war's auch wieder schon von mir, Leute. Ich freue mich. Lasst doch ein Like da, wenn es euch gefreut hat. Würde mich sehr freuen. Das war's von mir. Haut rein und Peace.